Ich nenne den Trick das verschwindende Bandana. Leg das schwarze Tuch erst einmal beiseite. Nimm das Bandana und wedel es durch die Luft. Ja, genau, wedel es noch wilder durch die Luft. Nun falte es zur Hälfte zusammen. Ja, ja, falte es zur Hälfte zusammen. Gut, falte es jetzt noch einmal. Jetzt roll es zu einem Ball zusammen und verstecke es in deiner Hand, so dass das Publikum es nicht sehen kann. Halte es so natürlich wie möglich in der Hand. Halte deine Hand ganz natürlich. Niemand wird etwas darin vermuten. Das nennt man in der Zauberfachsprache palmieren. Ich weiß, was palmieren ist. Zauberer. Oh, Entschuldigung, Herr Besserwisser. Wenn du ja so ein Experte im Palmieren bist, dann können wir ja beginnen. Entfalte das Bandana. Wenn jemand nicht glaubt, dass es ein echtes Bandana ist, dann bitte jemanden aus dem Publikum, sich damit über das Gesicht zu wischen. Jetzt nimm das schwarze Tuch auf. Nimm alle Ecken des Tuches zusammen und mach einen kleinen Beutel. Mit der freien Hand nimmst du das Bandana und faltest es so wie zuvor. Gib das gefaltete Bandana in den kleinen Beutel. Nun drück das Bandana in den Beutel von außen stark zusammen. Was das Publikum jedoch nicht weiß, ist, dass du in Wirklichkeit das Bandana gar nicht in den Beutel gegeben hast. Du hast es in deiner Hand versteckt. Erinnerst du dich an das Palmieren? Vergiss nicht, dass du die Hand natürlich halten musst. Mach eine Art magische Bewegung. Damit der Trick jetzt richtig verblüffend wirkt, entfalte den kleinen Beutel und der anschließende Applaus ist dir sicher. Das war Siri. Uiuiui. Ja, also so kann man auch Zauberkunststücke lernen. Das ist überhaupt kein Problem.